Das Biosphärenreservat Rhön, bezeichnet als das Land der offenen Fernen. Hier ist das Rhönschaf zu Hause. Es ist nicht nur eine uralte Haustierrasse, sondern auch Landschaftspfleger. Es hält die typischen Kalkmagerrasen der Rhön frei und unterstützt so eine naturschonende Landbewirtschaftung. Die Hohe Geba ist die höchste Erhebung der vorderen Rhön. Von hier kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen oder sich sportlich betätigen. Gemütliche Brotzeithütten wie das Bergstübchen ermöglichen eine stärkende Einkehr. 813 Meter erhebt sich der Ellenbogen in die Höhe. Von dessen Spitze kann man bei gutem Wetter bis zur Hessischen Wasserkuppe schauen. Wenn der Frühling Einzug hält, sind sie die ersten Gäste im Buchenwald. Die blaue Skilla und das Buschwindröschen, die Kuhschelle und der Märzenbecher. Mitten im Biosphärenreservat liegt das Dörfchen Zeller mit seiner alten Propstei. Heute beherbergt sie ein Informationszentrum. Vor allem die jungen Besucher können hier über die vielfältige Flora und Fauna der Rhön etwas erfahren. Unverzichtbar ist auch ein Besuch der angrenzenden Streuobstwiesen, wo neben der Theorie auch die Praxis nicht zu kurz kommt. Fürs Radeln mit Stromunterstützung gibt es viele Gratis-E-Bike-Tankstellen in der Rhön. Und solange die Batterie lädt, gönnt man sich noch einen Blick auf den liebevoll gepflegten Klostergarten der Propstei. Dann geht's hinauf zum Gläserberg, wo ein grandioser Weitblick für alle Anstrengungen entschädigt. Freunde gut erhaltener Fachwerkarchitektur kommen im Fledermausdorf Neidhartshausen auf ihre Kosten. Empfertshausen ist ein Eldorado für Holzbildhauer. Die Schnitzerkunst wird hier gelehrt und noch in vielen Werkstätten des Ortes ausgeübt. Wild und schroff erhebt sich der Katzenstein mit seinen imposanten Basaltformationen. Der Ilbengarten. Ein jahrhundertealter Eibenwald ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Thüringens. Hier beginnt das Reich der Junior Ranger. Voll konzentriert bei der Errichtung eines Schutzzaunes für Frösche, Kröten und Molche. Die jungen Leute im Alter zwischen 8 und 14 haben ihr Hauptquartier auf dem Weidberg bezogen. Hier gibt es den Rotmilan zu sehen und viel zu erleben. Spielerisch Natur mit allen Sinnen zu erfahren, steht auf dem Weidberg im Mittelpunkt. Biosphärenreservat Rhön. Das Land der offenen Fernen.